United, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Opening der ganz, ganz, ganz speziellen Art. Und zwar bin ich nicht alleine da, der Bruno Moin, grüßt euch, Leute. ist mal wie immer am Start und auch der Troschabber ist hier im Hintergrund. Was geht ab? Genau, aber hält die meiste Zeit die Schnauze. Ja. Ja, wir haben hier so ein Paket erhalten von Konami. Nein, Spaß, nicht von Konami, aber von StockX. Und ja, wir machen das Ding mal auf. Aber natürlich ein Konami-Produkt in dem Sinne Richtig, drin. genau. Also, ihr werdet es gleich sehen. Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Oh, geil. Sheesh. Ja, machen wir erstmal alles ab. Und ihr seht schon ein bisschen goldschimmernd. Ach, Junge, das Ding ist so verpackt erstmal. Also, schön Luftpolster, gefällt mir. Und da ist das Produkt. Ja, Ja, Trusch, komm super. mal mit, Alter, guck dir das mal an. Hässlich. Ich weiß. Ich geh Alter. mal rum erstmal. Ja, ich nehme das mal raus. Warte mal. Ui. Der Karton muss auch gut erhalten sein. Allein die Hieroglyphen, Alter. Seht Schon ihr das? offen. Schieb mal nochmal wieder zu. Oh shit. Ja. Danke dir. Und ja, Das ist ein geiles Produkt. das war schon. Ich war. Nein, Jungs, ja, wir machen das Ding auf hier, langsam, aber Was hast du sicher. dir überhaupt bestellt? Was ist denn das jetzt? Achso, das sieht man noch, das ist Adidas Merchandise. Cool. Nein, das sind Schuhe. Ist halt eine Kollabo, sonst zeig nochmal den Karton. Genau. Soll ich hier nochmal, achso, noch von allen Seiten hier nochmal auf jeden Fall zeigen, das ist ganz wichtig. Hier das Millenniums-Auge. Jetzt schwer, hier das direkt von der Seite zu zeigen, weil das Wir der haben auch Kamera schon nicht das Setup hinhaut. heute angepasst. Wir haben uns natürlich die Kommentare durchgelesen und versucht da auch so ein bisschen drauf einzugehen. Auf jeden Fall. Wir haben es heute mal ein bisschen weiter weggemacht. Also das ist ein bisschen höher hier. Genau. Haben wir jetzt mal so ein bisschen eingestellt und. Aber es ist halt ein großer Karton. Ich meine, ihr werdet gleich sehen, was da drin ist, aber der hat schon seine Was wir Lust. gleich jetzt, Alter. Jetzt sehen, was Spaß. Oha. Oha, okay, man sieht schon direkt hier. Habt ihr es gesehen? Es ist egal, jetzt sieht Ja. aus. Ist ja klar, dass da keine Unterwäsche drin ist. Ja. Ich glaube auch. Was ist denn das? Ja, ich glaube, der Alter. soll Ach, so sein. ach, das geht nicht mehr. Okay, ah, ich sehe schon, guck mal. Also, wir gucken uns erstmal die Schuhe an. Das Highlight kommt zum Schluss. Für die, die es noch nicht wissen, da ist noch was ganz Spezielles drin. Erstmal die Verpackung, also die ganzen Millenniums-Teile, das sieht schon sehr sick aus. Hat was, ja. Das lasse ich auch so, das mache ich jetzt auch nicht kaputt. Ich dachte Und. mal, das Ding wäre sogar noch extra versiegelt. Ach so, so Sealing-mäßig wie. Ja, nee, nicht wirklich. So, jetzt holen wir raus. Und den anderen Schuh auch, der ganze Fliege. Ich will es auch nicht kaputt machen, dieses Papier sieht auch echt schön aus. Okay, guck mal, hier ist es schon gerissen. So. Ja gut, aber wir können das hier so lassen. Eine Sache ist noch drin, glaube ich. Warte mal. Ja. So, das machen wir auch gleich hier nochmal auf oder gucken uns näher an. Also erstmal die Schuhe. Das sind die Adidas AD 3000 Kollabos mit Yu-Gi-Oh! Und so sieht der Schuh aus. Also ganz schick Dunkler tatsächlich. Magier wohlgemerkt. Genau, also das Thema ist der Dunkle Magier. Man sieht ja auch am Lace, an den Laces hier das Yu-Gi-Oh! Logo. Es gibt die sogar noch mal ans Blue Eyes. Genau, das ist der Vorgänger quasi, aber auch die Genau. gleiche Art, also AD 3000. Ja, ich überlege, ob ich die auch rocke, also trage halt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich persönlich finde auf jeden Fall die mit dem Blue Eyes wesentlich schöner, Ja, das stimmt. aber ich bin auch eher so der helle Typ, also helle Farben sind Ja. bei Sneakern cooler. Es sind aber auch schwierige Farben. Muss man auch wirklich Ja, es sagen. ist halt sehr auffällig, ne? Aber es ist gut Ja, es kombiniert, ist finde gut kombiniert, aber es sind schwierige Farben für ein Outfit. Also da muss man wirklich ich. schon was Ja. Spezielles finden, dass es gut damit gut dazu passt. Aber ich Safe. meine, wir haben halt, also schwarz ist jetzt nicht das Problem, wir haben so Gold, dann nochmal so ein Pink, würde ich sagen. Und Lila. Lila, also Und beides hier, Lila, Pink und ne? Lila, Genau. genau. So, und das halt. Und halt einige Goldakzente. Ich würde das auch, glaube ich, rausnehmen, Alter, wenn ich die tragen würde. Nein. Ich würde da nur nicht Das rumlaufen, sind Alter. Details, das ist der Das Drip. ist der Drip, So das wie auch ist das halt. Yu-Gi-Oh! Das ist halt mir zu Das. nerdy, Alter, ganz Was? ehrlich. Ich bin Junge, man ehrlich. sieht doch nirgendwo, dass da irgendwas Normal da sieht man ist. das. Junge. Ja, mal gucken, mal gucken. Sind auf Wenn jeden ihr. Fall schön. Auch zum Sammeln, wohlgemerkt, sind die sehr, sehr schön. Kann man auf jeden Fall machen. Und hier nochmal ein paar lila Laces, die ja zu der Optik ein bisschen mehr passen würden, aber halt ein bisschen Nein, auffälliger. nein. Aber ich würde die auch so lassen. Also ich Ja, würde die schwarz auf jeden aber ich finde Fall. es geil mit Safe. den Details noch von der. Wir haben alle Fingers und Ferb gesehen mit der Pinke. Finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht, dass sie auch nochmal ein Pink gehalten ist. Ja, Mann. Dann hier zur Kette.
Ich weiß nicht, ob das so eine Kette ist, die man auch da ran tut oder so zum Tragen ist. Kriegst du natürlich. Echt? Ja, natürlich. Kannst du mal direkt das Plastik da noch abziehen. Ja, das ist eine gute Idee, warte. Mann, du auf. So. Oh ja, das ist ein geiles Gefühl, Leute. Schieß. Ja, guck mal, jetzt glänzt es auch extremst. Ja, zeig uns was. Also erstmal hier die Rückseite. Was steht da drauf? Yu-Gi-Oh! Official License Product. Ja, genau. Das ist schon shiny. Eben noch ist das so eine Bronzefarbe, aber das ist doch eher Gold. Und hier nochmal der Exotik-Kopf. Es gab bei den anderen Schuhen auch die anderen Teile. Also es gab ja zwei Latschen, die zwei anderen Schuhe, der Dr. Magier und der Blue Eyes. Und der Kopf ist so ein bisschen. Und da gab es links und rechts Füße und Hände und jetzt den Kopf halt. Ist das random, was man dann bekommt? Oder? Nee, das ist halt wirklich ausgewählt. Also quasi, wenn du jedes Produkt kaufst, hast du dann quasi auch den... Die fünf Teile quasi, genau. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, der Kopf ist schon... Der will den linken Arm haben und dann eine rechte Hand oder so. Ja, aber zusammen, ich sag... Ja, zusammen ist cool. Ja, safe. Kann man dann die auch schön in den Rahmen packen und so, alle schön nebeneinander packen und so. Ich glaube, das ist schon... In dem Fall, das stimmt. Das also mit, aber so könnte man das Ding theoretisch mal alleine rocken. Also man wäre läuft mit dem Fuß oder mit einem Arm, würde ich gehen. So jetzt nur oder willst du fünf Ketten tragen, Trusch? Fünf Ketten. Normal, das wäre... Alle fünf, Alter, damit wir alle Teile... Okay. Kannst du zusammenlöten. Das ist gewagt, Digga, aber... Yugi hat, Digga, den Puzzle getragen. Also. Weißt du, was das Ding war? Ja, das ist ein Argument, okay. Dann tun wir mal kurz die Schuhe weg, weil es geht hier um, abgesehen von den Schuhen, natürlich um was noch Geileres. Meiner Meinung nach als Collector-Sicht. Und auch für Bruno und auch Trusch wahrscheinlich. Warte. Ich kannst du mir direkt mal mitgeben, ne? Die Karte? Bitte? Die Karte kannst du mir direkt mitgeben für mein Despair-Deck. Nee, wahrscheinlich, Alter. Na, guck mal, das ist das Bild. Das ist genau, das ist das Ziel. Ja, das muss auf. Also, es ist gut, dass es so ist, weil es ist mir jetzt sehr unberührt ist. Das tut schon ein bisschen weh. Ja, es tut weh. Aber irgendwie auch nicht. Und da ist, oh Leute, Digga. Oh, ja. Das Endprodukt. Das muss man ja echt, oder ich muss auch aufpassen. Sogar schön auf Englisch, das finde ich sehr nice. Ja, Mann. Oh. Gibt's doch wirklich nur auf Englisch. Ja, die gibt's genau. Tatsache, die gibt's nur auf Englisch. Hast du das jetzt auch bitte noch aus dem Plastik? Doch. Nein, die bleibt erstmal sealed, Alter. Ich gucke gerade hier noch nach ein paar Makel, falls da welche sind. Ich hoffe natürlich nicht. Kannst du sonst im Nachhinein? Ja. Da hast du recht, Brüne. Achso, warte mal, ich will es mal einmal zurückzoomen, ne? Weil wir ein bisschen besser Quali haben. Danke dir. Ja, und das ist die Karte. Ich hoffe, man erkennt das gut, auch trotz des Sealings. Man muss aber sagen, das ist auch ziemlich dick, das Sealing-Papier. Also im Vergleich fast zum Arm oder die beide. Im Vergleich zu diesen Promos, die man sonst so aus diesen Sets und so bekommt. Ja. Ist das schon ziemlich, billig. Ja, immer mega in der Jugend. Auf jeden Fall wichtig ist noch mal so ein Detail auf der Karte. Ich bin der Meinung, das war hier unten drin. Genau, das seht ihr jetzt, oder? Hier ein bisschen besser. Wir hoffen, das kriegen wir rein. Ja, jetzt sieht man es. Ja. Ist halt noch mal geil, ne? So schön Adidas. Es ist eine geile Karte. Es ist auch eine spezielle Karte, weil ein Kollabo mit einer Klamottenmarke, Alter, oder Schuhmarke, wie auch immer, ist schon eine Seltenheit. Und ich glaube, die wird auch mit der Zeit gut. Welche Größe ist das? 42,5 meine ich. Cool, kann ich tragen. Dankeschön. Kein Problem, Alter. Kannst du gerne mal ausprobieren, aber machen wir gleich nach dem Video. Ja. Mehr gibt es auch nicht zu erzählen, glaube ich. Es ist an sich ganz geil. Natürlich im Retailpreis, also teurer, als man sie sonst bekommt. Ich kann euch schon mal sagen, wie die normal kostet, 120 Euro. Und hast ich hätte Schuh oder was? 120 Euro? Normalerweise ja alles. Okay. Genau. Und hast du jetzt gepaid? Fast das Doppelte. Ja. Das war das Stop X. Knapp. Mit Versand aber dann. Auf jeden Fall auch nochmal so ein kleines, die Details. Hier nochmal in der Zunge drin steht auch nochmal Yu-Gi-Oh! Stimmt, das habe ich gar nicht Also ich finde sowas an sich richtig geil, auch hier drin. Ne, ja, das oder hier King of Duel, King of Games steht da drauf. So, oder? Hier, King of Games. Und was ist bei dir? Was natürlich auch nochmal das Millennium's Auge. Kannst du auch nochmal was? Time to Duel, da, krass, guck mal. Hier ist auch nochmal Time to Duel. Ich hoffe, ich kriege das gut drauf. Das ist auf jeden Fall geil gemacht. Dann natürlich auch hier, ne? Dann hat hier einmal die beiden. Und hier nochmal Stock X. Ja. Hier so ein Barcode zur Verifizierung. Aber es ist ganz cool, dass sie das so machen mit der Authentizität. Sagt man das so? Authentizität? Ja, ich glaube schon. Das sind natürlich nochmal Adidas Originals. Also, hier sind auf jeden Fall ein paar schöne niedliche Details drauf. Mir gefällt es. Hier ist auch nochmal das Millennium's Auge. Genau. Auch nochmal. Also, überall so kleine Dinger versteckt. Also ich finde sowas immer cool. Ich bin so ein Fan von Details und das zeigt immer, dass sich auch Gedanken gemacht wurde und nicht einfach irgendwas hingeballert, um was zu verkaufen. Richtig. Man wird ja auch gerne gerade mal im Bereich Yu-Gi-Oh!, man kennt's, die knallen da alles einfach raus und denken, ja, die Fans kaufen jeden Scheiß. Das finde ich auf jeden Fall so mal ganz angenehm, ne? Dass da sich auch mal Gedanken gemacht wird.
In der Tat. Ich meine, ich finde hinten die Laschi hätten ja auch nochmal designertechnisch machen können. Ans Beispiel. Ja. Wäre ich auch ein Fan von. Ist aber so eine Sache. Aber man sieht da sogar Yuki drauf, aber das sehe ich jetzt erst. Das ist so eine Silhouette quasi. Siehst du das? Kann man auch mal in die Kamera kurz einmal vorzeigen. Ja, Yuki, also man sieht da schon ein paar Feinheiten. Hier ist das Yu-Gi-Oh! Logo ganz normal drauf. Und da drunter das Adidas, falls ihr es hier so seht. Aber ja. Ist geil. Ist geil, ein geiles Produkt. Schade, dass es so schnell ausverkauft war. Auch beim zweiten Versuch, als es einen Restock gab von Adidas. Ja. Ich habe da, habe ich auch Bruno schon erzählt, wie so ein Besessener auf der Seite gewartet. Und man wusste auch, wann welche Uhrzahl das gedroppt wird. Und dann kam man nicht mehr rein. Man konnte nichts machen. Man konnte nicht mehr was auswählen, nicht mehr eine Größe oder so. Man kam da einfach nicht mehr rein. Und da habe ich da 3 oder 4 Stunden mit verbracht, endlich reinzukommen, aber alles wieder ausverkauft. Also, wie geht das? Also, ich habe mich da auch nochmal informiert. Ich habe da auch direkt bei Adidas angerufen, in Support. Und die sagten auch, also die vorherige Anfrage war schon extrem hoch. Also, die wussten auch direkt, warum ich anrufe. Ich brauchte gefühlt nichts sagen. Und die sagten auch, also entweder ist der Schuh schon ausverkauft, was ziemlich sicher, aber die konnten es auch gar nicht mehr einsehen, weil die Anfrage einfach so extrem hoch war auf dieses Produkt, dass... Also das ganze System von denen sozusagen hat das gar nicht mehr verkraftet. So, weil ich meine, es ging den meisten hauptsächlich wahrscheinlich um diese Karte. Ja. Das ist es. Jetzt verkaufe, dann hast du noch Plus gemacht, obwohl du die Schuhe für einen normalen Preis gekauft hast. Das ist halt Wahnsinn. Also es war schon echt krass. Und ich meine, es ist ein geiles Produkt. Ich finde natürlich so 120 Euro ist angebracht, ist ein guter Preis dafür. Ist halt Schuhe, ja. Es geht ja an sich, man kauft sich ja die Schuhe. Um sie zu tragen, ja. So, die Leute kommen dann auch auf den Trichter, kaufen sich für 120 Euro Schuhe und dann in zehnfacher, zehn Paar. Ich wollte gerade sagen, mehrfach halt, ne? Ja, und dann ist halt Wahnsinn. Die normalen Fans können sich das nicht mehr holen, dann verkaufen die das für das Doppelte, nur die Karte. Also zum Teil kostet die Karte über 200 Euro. Ja. So, was für ein Schwachsinn. So, die Schuhe, die kriegt man hinterhergeschmissen fast schon. Dann hätten die mal so viele droppen sollen, dass auch die Karte an sich vielleicht nicht mehr so teuer wird. Das wäre halt sinnlich gewesen. Ja, ist halt eine limitierte Indirekt, ja. Ne? Ja, so. Gut. Aber es ist ein schönes Produkt. Wir haben es jetzt hier. Ja. Wir freuen uns, euch das vorstellen zu können. Auf jeden Fall. Ich meine, sind geile Sachen dabei. Eine Kette, eine Karte und ein paar Schuhe. Geiler geht das ja nicht. Also. True. Und ich meine, selbst der Karton ist zum Hinstellen gut. So kann man sagen, was man will. Der Karton selbst ist der Burner. Also der Karton ist wirklich schick gemacht, also da haben die echt guten Job geleistet, auch alle mit dem Monographen da, was man gesehen hat, die ganzen Millenniumszeichen und so weiter und so fort, also da ist schon sehr viel Mühe und Liebe. Auch interessant natürlich für Sammler. Ja, für Schuhsammler auch an sich, nicht nur die Kartensammler, auch die Schuhsammler haben was davon. Ja. So einen Karton dann bei sich da stehen zu haben, ist schon schön, also kann man machen. Und wenn man es sich halt hinstellt, ist halt die Sache, wenn man alles original verpackt lässt. Man kann die Karte nicht einsehen, also man kann auch nicht den Zustand prüfen. Ne? Ja. Zum Teil haben die Dinger schon kleine Ditcher, wenn sie da reingepackt wurden aus der Produktion. Das kann halt alles sein. Ist leider nun mal, wenn man das in so einen Schuhkarton reinpackt, kann das manchmal in der Produktion kommen. Auch gerade wie das dann befestigt wurde, hat man ja gesehen. Ist natürlich schade, dass man so da nicht rankommt an die Karte und die auch wieder zurückpacken kann, aber es ist halt entweder OVP komplett oder halt nicht. Ne? So, das ist halt so eine Sache, aber ich finde auf jeden Fall, das Set lohnt sich. Für den jetzigen Preis muss ich auch leider jetzt an Sammler sagen, es ist trotzdem noch okay, es ist arschteuer, aber okay. Ja. Weil im Vergleich zu der Einzelkarte lohnt sich das halt, kauft das komplette Set. Also mal ganz ehrlich, warum nicht? Was ich euch nochmal fragen wollte, was seid ihr denn für eine Meinung? Soll ich das Ding aufmachen demnächst und das nach zu Card Market schicken zum Grading? Oder, also das sieht an sich auf den ersten Blick schon sehr gut aus, auch vom Centering, von der Erhaltung der Karte, weil manchmal haben die auch so Abdrücke durch diese Halterung, die da dran war. In dem Fall ist das nicht der Fall zum Glück, also so wie ich das jetzt betrachten kann. Ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, das war es auch schon, sonst gehen wir schon zu sehr in die Länge. Auf jeden Fall. Ja, sagt mal eure Meinung zu dem Produkt an sich. Ihr könnt euch alle da schön austoben in der Kommentarbox. Und ja, wir wollen nicht lang schnacken. Auch das Video langsam beenden. Und ja, hast du noch letzte Worte, Bruno? Ja, reingehauen und wiederschauen, ne? Genau. Freut uns, liked, abonniert, subscribed. Und schreibt gerne einen Kommentar. Wir haben uns auch selber die letzten Kommentare, wie gesagt, gefreut. Genau. Auch die Feedbacks und Kritik, genau. Genau, finden wir immer ziemlich gut, weil man kann damit arbeiten. Wir hoffen, wir haben es heute besser hinbekommen. So, beim letzten Mal war das ja mit den Zoom so. Da haben wir uns jetzt nochmal so ein bisschen reingefuchst. Oder auch mit den bestimmten Geräuschen. Ja, halt, da sind wir jetzt noch hinterher. Das ist aber ziemlich, sag ich mal, schwierig. Wir haben hier keinen unter das Mikrofon von meinem Handy unterdrückt, leider nicht. Ja. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen informiert, so normale Mikrofone, die auch mit Unterdrückung haben. Ich glaube, Lavalier-Mikrofone heißen die, kosten um die 200 Euro vernünftige.
Es gibt auch günstigere, aber da bin ich von der Qualität nicht so begeistert. Ja, das ist mal leichte Musik für die ja, Zukunft. Genau. Also Zukunftsmusik. So. So. Deswegen, leider müsst ihr euch damit jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, begnügen. Wir sind da hinterher. Genau. Und genau. Von daher freut uns sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.